wie wichtig die Partie ist. Darüber wollen wir jetzt sprechen mit Albert Kuppe, dem Kapitän der MLP Academics. Ja, das Spiel gegen Hagen, wegweisend? Ja, ein sehr, sehr wichtiges Spiel. Nach den vergangenen Spielen, die wir leider nicht für uns entscheiden konnten, brennen wir einfach nur darauf, jetzt das Spiel endlich hinter uns zu bekommen und natürlich siegreich zu gestalten. Ja. Ja, Frankie Gnatovic, der Trainer, hat es auch angesprochen, es klemmt in der Offensive. Ja, vor allem in der zweiten Halbzeit gegen Nürnberg, da haben wir es einfach nicht geschafft, den Ball da vorne reinzukriegen. Und das wollen wir natürlich gegen Hagen besser machen. Und ja, wie gesagt, wir brennen darauf, endlich mal wieder alles gut zu machen, was sie die letzten Wochen da liegen lassen haben. Ja. Was läuft denn konkret nicht so richtig gut? Gut, wenn wir das jetzt zu 100%ig wüssten, hätten wir wahrscheinlich die letzten drei Spiele gewonnen. Aber ja, ich denke, wir haben ein oder andere Abstimmungsprobleme gehabt und viele Würfe sind nicht reingefallen. Daran haben wir jetzt gearbeitet die letzte Woche und es kann endlich losgehen am Sonntag. Und, ja. Also ja, unser Kollege Tobias Becker hatte gemeint, also er hat immer das Gefühl oder oftmals das Gefühl, dass die Mannschaft vielleicht nicht ganz so direkt schon beim Tipp auf 100%ig bei der Sache ist. Würden Sie das teilen? Sehen Sie das auch manchmal? Ja, es gab Spiele, wo wir sehr schlecht reingekommen sind, wo wir dann im Endeffekt immer den Rückstand aufholen mussten. Das war die letzten Spiele schon der Fall. Gegen Nürnberg haben wir gut gestartet, aber dann in der zweiten Halbzeit haben wir dann ein bisschen nachgelassen. Und das wurde uns am Ende dann zum Verhängnis. Und ja, sowas darf uns nicht passieren. Da müssen wir 30, 40 Minuten lang Vollgas geben und das Spiel nach Hause bringen. Drei schwierige Partien jetzt vor der Brust. Ja. Wenn man sagt, danach sind Sie immer noch Tabellenfünfter, würden Sie es direkt unterschreiben? Ja, du sprichst es an. Es sind sehr schwere Spiele, die auf uns zukommen, aber alles machbar. Jeder Gegner ist schlagbar in der Liga, das haben wir gesehen jetzt. Auch vor ein paar Wochen hat jetzt Trier gegen die Fechter gewonnen, gegen damals Tabellenersten. Und ja, ich würde es unterschreiben, Tabellenfünfter. Wenn es vor der Saison jemand gesagt hätte, können wir damit zufrieden sein. Und wir wollen eigentlich noch höher hinaus. Also nicht nur Fünfter, wenn es geht, noch Vierter, Dritter. Das ist unser Ziel. Natürlich, daran arbeiten wir. Playoffs, ja. Wie sieht es denn auch personell aus? Würden Sie sagen, hier und da hätten wir vielleicht noch ein bisschen Verbesserungsbedarf oder könnten wir uns noch eine Verstärkung leisten? Das würde ich nicht sagen. Ich denke, wir haben bis jetzt trotzdem noch eine gute Saison gespielt, außer jetzt die drei Ausrutscher, die wir jetzt hatten. Ich würde sagen, wir haben ein Team, das gut genug ist, um da jetzt weiter auch erfolgreich zu sein. Und ich glaube an das Team und ich denke, das tun auch die Verantwortlichen. Ja, wir drücken Ihnen natürlich die Daumen aus sportlicher Sicht und natürlich auch mit allem, was dazugehört. Aber Kuppe, herzlichen Dank fürs Kommen.